Ja, hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Teil von The Planet Crafter. So, wir haben ja jetzt ein ganz klein wenig von diesen Dingens hier, von diesen Quarzen. Und ich würde jetzt mal erstmal die Sachen machen, die wir hier neu haben. Und zwar, für mich ist erstmal am wichtigsten dieser Rucksack. Stufe 6, der war hier. Okay. Dann pinnen wir das mal an. Ich finde das Anpinnen zwar sehr schön, aber auch sehr klein. So, dann haben wir einmal so einen blauen, das ist dieser Blasarquarz. Dann haben wir so einen lilanen, das ist, glaube ich, der Magnetarquarz. Eine Leiterplatte und Obsidian. Obsidian kann ich mir absolut nicht merken, wo ich das drin habe. Das suche ich jedes Mal, schon die ganze Zeit hier. Da. So, dann fehlt der Rucksack. Natürlich der andere. Okay. So, und dann machen wir den jetzt mal. Jawohl. Juppie. So, dann haben wir den schon mal fertig. Rucksack. Dann das Jetpack 4. So, hefte das mal an. Das nimm mal runter. Also wir brauchen zwei von den blauen. Na, na, na. Oh, wo habe ich die ganzen Stäbe? Stäbe, Stäbe, Stäbe. Stäbe! Hier ist das Schwarzpulver. Jawohl. Dann brauche ich hier ein. Wer sucht, der findet, ne? Stäbe, wo seid ihr? Hier sind Iridiumstäbe und Osmiumstäbe müssen doch dann auch hier irgendwo sein. Ich habe das natürlich hier nach den Dingern sortiert, ne? Wie viel ist denn hier jetzt drin? Ja. Die muss ich nämlich dann mitnehmen, wenn wir dann mal verreisen. Osmiumstäbe. Legierung hier. Meine Nase. So, dann machen wir jetzt den neuen Jetpack. Jawohl. So, und der ist jetzt so mega schnell oder wie oder was das mal ausmacht. Ja. Der geht schon Speed up, muss ich sagen. Juhu. So, das war der Jetpack. Dann gibt es Dekonstruktion T3. Das würde ich jetzt mal als wichtigstes empfinden. Das ist der. Brauche ich schon wieder Blasarquarz. Den weg. Ich glaube, ich muss da mal zuerst. Ich vermute ja, dass da. Dass du das mit dem Erzextraktoren abbauen kannst. Ansonsten, wie sollst du denn an da an die Sachen kommen?
Ach so, und so ein Konstruktions. Ach so, den alten. Natürlich. Den. Wer weiß, was ich in den Wracks abbauen muss, ne, wenn wir da hingehen. So, alles klar. Dann haben wir das. Dekonstruktion 3. So, dann haben wir Anheften. Warte, ich muss erstmal das wieder rausnehmen. Dann haben wir noch Taschenlampe 3. Taschenlampe, Taschenlampe. So. Anheften Stufe 3. Ermöglicht das Anheften eines Handwerksrezepts. Warum kann. Habe ich gleich Stufe 3, 2 gebaut? Taschenlampe Stufe 3. Ja, ich habe 2 schon gebaut, okay. So, 2 Sonnenquarz. Sonnenquarz, Sonnenquarz, die müssten wir doch haben. Und das Taschenlampending. So. Jawohl. Und das macht jetzt mega mehr. Wow, das ist schon hell. So, dann haben wir die Taschenlampe und vielleicht schaffen wir jetzt Anheften auch noch. Anheften. Ja, das ist der letzte Bleisackquarz, den ich dann habe, aber das ist dann erstmal so. Quarz. Hauptsache, sie haben gereicht. Quasar. Quasar. Ich darf, muss mir mal angewöhnen, weiter höher zu klicken. Ich klicke immer so tief. So, und dann anheften. Genau, damit ist das auch weg. So, anheften Stufe 3. Dann kann ich wohl 3 Rezepte anheften, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. So, dann haben wir das alles fertig. Und dann würde ich glatt erstmal auf jeden Fall ein Erzabbau Dingens bauen. Also wir brauchen noch mal einen Teleporter dann und ein Erzextraktor Dingens. So, dann nehmen wir mit. Dann nehmen wir mit. So, wir hatten hier den Osmiumstab. Legierungsstäbe brauchen wir da auch ein. Ein Dingsbumstab, ein Iridiumstab und 3 Titan. So, 1, 2, 3. So, und dann brauchen wir noch Zeolit, Osmium. Oh, schon wieder. Zeolit, Osmium. 2 Pulsarquarze. Pulsar. Da. Und noch mal ein Obsidian. So, also. Ich will mal was wissen. Habe ich eigentlich überhaupt schon? Nee. Man konnte ja früher.
Warte mal, wir gehen mal dahin, Regenbogenhöhle. Das würde ich dann nämlich ändern. So, jetzt gucken wir mal. Das würde ich jetzt mal als erstes. Das sind die doch, ne? Ja. Wenn ich jetzt hier mal Cookie-Lookie mache und probiere, ob das geht mit dem... Also hier kann man nichts hinbauen. Also hier kann man hier nichts hinbauen, aber wie soll ich denn dann die Dinger bekommen? Jetzt mal ehrlich. Warte mal. Irgendwie muss ich doch die die Dinger, die Erze bekommen, also die Quarz. Hier geht's. Warte mal. Ich das jetzt hier mache. Mhm. Nee. Das ist aber... nicht das, was ich mir vorstelle. Aber das ist ja schon der beste Erzextraktor. Warte mal. Sicherung, Geschwindigkeit. Nee, das weiß ich dann nicht. Kann ich das denn... wo war denn hier der Zugang zu der anderen Höhle? Ich meine, da nehme ich nochmal Blasarquarz mit, ne? Ohne Frage. Gut, ich will das jetzt hier nicht alles ausbeuten. Ehrlich gesagt. Das ist nochmal... nee, da wollte ich nicht hin. Jetzt finde ich die gelben nicht. Das ist ja komisch. Wie soll ich denn die dann vermehren? Bin nur von hier aus irgendwie in die gelbe Höhle gekommen. Okay, so nicht. Da. Nee, das ist grün. Kann ich hier einen aufbauen? Hier geht's. Okay.
Ja, aber das nützt mir ja nichts, ne? Das nützt mir ja wirklich nichts. Ich muss doch irgendwie da dran kommen. Das ist irgendwie buggy oder wie oder was? Ich habe keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall packe ich jetzt erstmal einen Teleporter hin. Na, Quasar, Quarz. Ja, das macht mir aber denke, denke. Jetzt will ich mal was wissen, ob das verbuggt ist, wenn ich jetzt. Ups. Ich muss mal was trinken. Wenn ich jetzt von hier mal genau, wir gehen mal in die Zeolithöhle und wir gucken hier einfach mal. Hier macht er ja Zeolith, ne? Ja. Und ich will hier mal gucken, wenn ich hier einen neuen bauen würde, ob er das dann macht. Einfach nur mal so Interesse halber. Ja, hier kann ich Zeolith auswählen. Also kann ich die Quarze wohl nicht oder noch nicht abbauen. Ich habe keine Ahnung. Quasar-Quarz. Dann weiß ich noch nicht so genau, was hier los ist. Kann doch die Dinger nicht durch. Oder gibt es hier Herstellungsrezepte? Nee, Pulsarquarz kann ich nach wie vor herstellen, aber. Halt. Waren das schon immer so wenig Rezepte? Mir kommt das unheimlich wenig vor. Sehr, sehr, sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Lasarquat. Na okay, wir haben jetzt erstmal Blasarquarz nochmal abgebaut. Ich werde die Rezepte erstmal wieder runternehmen und das dann verräumen lassen. Ja, keine Ahnung. Gib mir mal was zu essen. Und es soll wohl doch neue goldene Kisten geben oder vom letzten Update noch. Also wie gesagt, ich bin so gar nicht vorbereitet. Dann lass nur mal gucken. Also dieses großer Sprengsatz. Ich weiß auch nicht, was gemeint ist, was ich hier. Ist diese Kugel da gemeint, die wir da da mal gefunden haben in einem dieser Dinger? Ich weiß gar nicht mehr genau, wo die war, in welchem dieser Dinger da.
Genetischer Extraktor. Synthesizer. Okay. Das so. Alles klar. Also dann würde ich vielleicht erstmal warte mal, genetischer Synthesizer. Synthesizer und genetischer Extraktor. Und dann ja, Tierheim, Futterspender. Ja, das ist ja nur Zierde hier. Das können wir später mal machen. Dum, dum, dum. So. Jetzt lass noch mal Cookie Lookie machen, weil es gibt jetzt mehrere Baupläne in diesem Krempel hier. Gescannt. Seltenheit, Schwierigkeit. Also, dann nehmen wir erstmal die Pulsarquarz-Dinger. Ich kann es ja auch nicht ändern. Ich nehme dann aber ein bisschen. Ich würde gern trinken. Hallo. Ja. Jetzt. Ich verdurste hier gleich. Ich nehme dann aber ein bisschen Essen und Trinken mit. Aber irgendwie habe ich die Leute das stellenweise in den Wracks rumirren sehen. Und das habe ich auch umgebaut. Nahrung 2. Und dann nehme ich auch noch mal Trinken mit. Trinken, trinken, trinken. Also erstmal drei Pulsarquarze. Eins, zwei, drei. Noch mal trinken. Wasser. Wasser, 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 Wasser. Wasser, 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 Wasser. So, dann nehmen wir die mit. Das hören wir aber mal auf. Ja, da habe ich gar nichts mehr, wo ich looten kann, ne? Wasser. Muss, wir gucken uns das erstmal an. Wo habe ich denn Wasser? Wasser. Ich will was trinken. So, also Wasser, Wasser, Wasser. Das ist wie gesagt, ne? Ja. Nehmen wir nochmal zwei Wasser mit. So. Wie gesagt, es gibt neue Baumpflanzer. Also was es in diesen Wracks gibt. Baumpflanzer, Kamin, eine neue Sicherung, irgendeinen seltenen Gegenstand, ein Leuchtkasten, goldenes Bildnis, also diese goldenen Statuen. So. Keine Ahnung. Vielleicht finden wir da ja auch noch irgendwie Blaupausen oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber ihr Lieben, wie das geht, ne? Das gucken wir uns im nächsten Part an. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich über ein Däumchen nach oben freuen. Und dann sage ich ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.